Hi und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass du da bist. Heute geht es um ein eher ernstes Thema und ein sehr spontanes Video, denn in den ersten Bundesländern gibt es jetzt die Maskenpflicht für öffentliche Verkehrsmittel und zum Einkaufen. Und ich gehöre dazu, denn ich wohne in Sachsen. Und deswegen dachte ich, machen wir heute ein Video, wo ich euch zeige, wie ihr effektive Masken zu Hause aus den Dingen, die ihr schon da habt, selber machen könnt. Und ja, das ganz ohne Nähen. Also, lasst uns loslegen. Ich weiß, viele von euch fragen sich, warum jetzt die Maskenpflicht kommt. Vorher ging es ja auch ohne. Kann man sich überhaupt mit so einer selbstgebastelten Maske effektiv selber schützen? Und wir alle haben viele Fragen und wüssten gerne, was noch auf uns zukommt. Aber wenn man sich die anderen Länder betrachtet, die schon fortgeschrittener mit dem Coronavirus zu tun haben, und auch wenn man sich Videos anschaut, die das Ganze nochmal super gut erklären, merkt man, dass wir ganz am Anfang erst dieser ganzen Sache stehen. Wir sind vielleicht besser vorbereitet als andere Länder, aber dennoch wird noch einiges vor uns liegen. Und wer sich gerne noch mehr damit beschäftigen will, dem habe ich ein paar tolle Videos und Links unten in die Videobeschreibung gepackt. MyLab hat zum Beispiel ein tolles Video gemacht. Sie erklärt Dinge einfach grandios, total gut. Das kann ich empfehlen. Und es gibt auch eine Website, die euch erklärt, warum Maske tragen und warum auch selbstgebastelte Masken euch sehr gut schützen, auf maskeauf.de. Aber wenn du auf dieses Video geklickt hast, bist du schon einer der Menschen, der sich dafür interessiert, sich und andere bestmöglich vor Corona zu schützen. Und deswegen schon mal Props an dich. Aber jetzt kommen wir erstmal zu unseren Masken. Was ist denn eigentlich effektiv an Masken? Punkt 1, sie muss wiederverwendbar sein. Das heißt, ihr müsst sie waschen können, am besten bei 60 Grad. Und ihr müsst natürlich genügend Masken haben, dass ihr eine, die ihr getragen habt, sofort in die Wäsche packen könnt und dann die nächste nutzen könnt, bis die andere wieder vollständig getrocknet ist nach dem Waschen. Und es muss natürlich diese Mikropartikel bestmöglich filtern. Und da habe ich euch eine kleine Übersicht mitgebracht. Natürlich funktionieren diese Operationsmasken aus dem Krankenhaus am besten. Allerdings sind diese natürlich wirklich für das Krankenhauspersonal gedacht und sollen auch dort bleiben, denn selbst die haben schon einen Mangel daran. Und wir wollen ja, dass die, die krank sind, wirklich effektiv versorgt werden können. Und für uns im Alltag, wenn wir gut Abstand halten, sind die anderen Varianten ganz genauso gut. Und zwar werden hier zum Beispiel auch Staubsaugerbeutel, Geschirrtücher, Baumwoll-T-Shirts, Kissenbezüge, Schals und so weiter aufgelistet. Also all das sind Möglichkeiten, aus denen wir uns was machen können. Und ich habe euch jetzt 4 DIYs mitgebracht, wie ihr ganz einfach eure Maske ohne Nähen zu Hause machen könnt. Ein kleiner Profi-Tipp vorweg, es ist immer wichtig, wenn ihr anfangt, eure Maske zu basteln und auch vor jedem Abnehmen und nach jedem Absetzen der Maske eure Hände wirklich gründlich zu waschen, damit ihr sozusagen nicht schon Krankheitserreger an die Maske dranpackt, die ihr dann ja den ganzen Tag oder zumindest einige Stunden vor eurem Mund tragt. Für Variante 1 braucht ihr tatsächlich eigentlich nur ein Kleidungsstück, und zwar zum Beispiel ein T-Shirt oder eine Leggings. Also alles, was irgendwie schlauchförmig ist, ist hier sehr willkommen. Und natürlich am besten, wenn man es doppellagig legen kann und wenn es 2 Ärmel hat, kann man die zum Beispiel übereinander legen, dann funktioniert das sehr gut. Das heißt, ihr schneidet einfach die Ärmel ab und könnt euch das dann wie so ein Loopschal, der aber natürlich viel enger sitzt, vors Gesicht packen. Also schaut mal in eure T-Shirts, ob ihr eh was aussortieren wollt oder ob ihr irgendwo noch alte T-Shirts habt, die dafür gut gehen. Ich habe zum Beispiel auch eine alte Leggings gefunden, mit der das ganz wundervoll funktioniert. Und gerade diese Stoffe, weil sie aus Baumwolle sind, kann man auch mal 60 Grad gut waschen. Sollte so eine Maske zum Beispiel zu nass werden, könnt ihr sie gerne jederzeit absetzen und zum Beispiel nur, wenn ihr in den Laden geht, dann aufsetzen. Ungefähr so. Bevor wir zu der Variante kommen, die ich am effektivsten finde, will ich euch noch eine ganz einfache mit auf den Weg geben. Und zwar, jeder von euch hat vielleicht einen Schal zu Hause oder eine Skimaske oder ein Haarband, was man als Accessoire da hat oder vom Sport. Das kann man natürlich auch gerne nehmen, wenn es fest genug sitzt. Das Wichtigste ist wirklich, dass hier nichts labbert oder hier, sage ich mal, zu weit vom Gesicht absteht. Das geht natürlich immer auch, also versucht es so eng wie möglich zu binden. Gerade als Brillenträger ist es schwer, weil erstmal die Brille beschlägt, aber das gibt sich nach ein paar Minuten. Also bleibt dran und das könnt ihr natürlich auch gerne nutzen.
Ansonsten könnt ihr auch ein altes Top oder Unterhemd von euch nehmen. Die sind auch immer sehr elastisch und die kann man dann wie als Loopschal zweimal um den Hals wickeln und dann hochziehen und gegebenenfalls, falls es immer noch zu weit ist, die Träger dafür nutzen, wenn man die unten am Hals hat, das nochmal zusammenzubinden. Oder man steckt sich es in den Kragen von der Jacke. Bei den Temperaturen, die wir jetzt haben, wo es schon so warm ist, ist das natürlich mit der Jacke meistens nicht gegeben. Von daher könnt ihr gerne diese Träger nutzen. Oder ihr krempelt sie einfach rein, sodass es einen sauberen, schönen Abschluss hat. Variante Nummer 3 ist aus meiner Sicht und aus der der Virologen die effektivste Möglichkeit. Und zwar braucht ihr dazu nur ein Stück Stoff, egal ob ihr das jetzt von einem Geschirrtuch nehmt, das lässt sich nämlich gut bei 60 Grad waschen, oder von einem Kissenbezug, oder ob ihr ein kleineres Tuch da habt, von einem Bandana oder von einem Stofftaschentuch. Alles davon sollte gehen, wenn es eben die richtige Größe habt. Ihr werdet gleich sehen, wie ihr das rausfindet. Und dann kann man entweder natürlich das Ganze als Dreieckstuch tragen. Das ist relativ einfach und schnell gemacht, aber natürlich kommt von unten da noch sehr viel Luft rein. Daher empfehle ich folgende Variante, die schon sehr oft im Internet geteilt wurde, auch vom Herrn Drosten selber. Von daher auf jeden Fall schon verifiziert für den Hausgebrauch und ganz einfach zu machen. Ihr faltet nämlich einfach ein Geschirrtuch zum Beispiel oder eben so ein anderes Tuch so zusammen, zu dritteln. Da könnt ihr gern auch noch eine Schicht Backpapier oder Pergamentpapier reinlegen, um sozusagen nochmal die Feuchtigkeit von außen und auch von innen da an der Stelle zu stoppen und noch eine Isolationsschicht zu haben. Man kann auch ein Taschentuch zum Beispiel reinlegen, was die Feuchtigkeit aufsaugt. Also da seid ihr relativ frei in euren Möglichkeiten. Dann zieht man Haargummis oder Haushaltsgummis an den Seiten drüber und kann das dann einschlagen und dann über die Ohren ziehen. Wer gerne wie bei den Operationsmasken oder bei anderen Feinpartikelmasken aus dem Handwerk hier solche Stege auf der Nase haben will, solche Metallstege, die einfach das Ganze nochmal besser anliegen lassen. Bei mir ist das gar nicht so das Problem, weil meine Brille relativ groß ist und ich gefühlt alles damit einklemmen kann. Aber für alle anderen Nicht-Brillenträger da draußen kann man zum Beispiel einfach diese Brotklippis nehmen. Wenn man Brot oder Kuchen oder andere Sachen kauft, sind doch manchmal diese kleinen Metallschnupsis da drum. Die kann man nehmen und zum Beispiel draufkleben und mit denen kann man das dann sehr gut justieren. Ansonsten gehen zum Beispiel auch Büroklammern oder wer zum Beispiel diese schmalen Teile von Heftern hat und die aus Metall sind, das funktioniert auch sehr gut. Anstatt von Haushaltsgummis oder Haargummis könnt ihr natürlich auch jede andere Form von Bändel nutzen, zum Beispiel alte Schnürsenkel gehen da gut. Ihr könnt aber auch ganz normales Geschenkband nutzen, das würde funktionieren. Ihr könnt aber zum Beispiel auch Kabelbinder nutzen oder eben die Träger von abgeschnittenen Tops, gerade wenn die sehr gummig sind, oder von BHs, das geht auch. Oder im allerernstesten Fall müsst ihr eben aus eurer Unterwäsche den Gummi rausziehen und den benutzen. Also die Möglichkeiten sind da tatsächlich super viele, um eine eigene hausgemachte Maske zu basteln. Variante Nummer 4 zeige ich euch der Vollständigkeit halber. Ich kann sie euch nicht empfehlen, weil man natürlich das nicht wiederverwenden kann, sondern nur einmal verwenden kann. Und zwar gibt es im Internet natürlich Anleitungen, wie man auch aus Küchenpapier oder Taschentüchern Masken bastelt. Verlinke ich euch auch unten. Also wenn es mal schnell gehen muss, kann man auch das machen und wenn man sie nur kurz trägt. Ansonsten gibt es auch die Möglichkeit, das mit Staubsaugerbeuteln zu machen. Das habe ich euch hier mal eingeblendet. Aber natürlich ist auch der Staubsaugerbeutel etwas, was man nicht waschen kann, auch wenn es sehr gut Partikel filtert. Aber es wird auf die Dauer natürlich schnell teuer, wenn ihr oft rausgehen müsst und dann jedes Mal einen Staubsaugerbeutel, die ja nicht gerade günstig sind, verbraucht. Also versucht dann doch lieber, die sparsamere Variante zu wählen und Stoff zu nehmen. Ihr findet auf jeden Fall hier eine Möglichkeit, wie ihr euch gut schützen und auch andere schützen könnt, wenn ihr noch nicht mal wisst, dass ihr vielleicht schon ein Überträger seid und selber noch gar nichts davon mitbekommt.
Wenn euch das Video geholfen hat und gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr es in die Welt daraus teilt an alle, die vielleicht auch Lust haben, sich eine eigene Maske schnell zu basteln oder die vielleicht noch überzeugt werden müssen davon. Und natürlich freue ich mich, eure Ergebnisse von den Masken zu sehen. Verlinkt mich also gerne auf Instagram oder Facebook. Ich werde meine Maskenergebnisse auf jeden Fall auch noch auf Instagram die nächsten Tage teilen. Passt also gut auf euch auf, bleibt gesund und wir sehen uns dann nächsten Sonntag zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.